Ahoi, Leichtmatrosen! Wir haben mal wieder ein neues Video für euch. Wir haben heute ein bisschen umfassenderes Thema zum Impfen, weil wir halt finden, dass es sehr interessant ist und auch sehr wichtig ist, mal darüber zu sprechen. Und dann haben wir noch zwei politische Themen und ein sportliches Thema. Und Angie fängt jetzt an, euch ein bisschen was zu dem Impfen zu erzählen. Ja, 1983 wurde die Impfpflicht bei uns aufgehoben und trotz dessen sind 90% der Kinder geimpft. Aber die 10% entscheiden ja nicht selber, dass sie nicht geimpft werden möchten, sondern die Entscheidung liegt ja bei den Eltern. Zum einen ist das, weil sie zum Beispiel die Krankheiten unterschätzen oder zu faul sind, zum Arzt zu gehen. Oder die Kinder haben Allergien und wenn sie Allergien haben, sind sie eigentlich auch darauf angewiesen, dass die anderen Kinder alle geimpft sind. Und ja, manche möchten es auch einfach nicht, weil sie halt ihren Körper so unversehrt wie möglich lassen wollen. Und dazu hat sich der damalige Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr dazu geäußert, dass er halt die Impfpflicht gern wieder zu die Masern einführen würde, weil das Ziel seit 1984 von der Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, das Ziel war, die Masern komplett zu eliminieren. Unser neuer Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe schließt sich unserem alten Bundesgesundheitsminister da auch komplett an. Das zweite, etwas aktuellere Thema, was mit dem Impfen zu tun hat, ist, dass Kuba einen Impfstoff entwickelt hat, der gegen Lungenkrebs helfen soll. Der neue Impfstoff basiert darauf, dass die Proteine neu zusammengesetzt sind und die somit halt den Wachstum der Tumore hemmen und verlangsamen oder sogar komplett eliminieren. Behauptet, dass der Impfstoff das Tumorwachstum nicht direkt bekämpft, sondern nur die Flüssigkeit, die von einem Tumor abgesondert wird, halt bekämpft und dass sich somit halt keine neuen Knoten bilden können und dass halt quasi in dem Fall nicht direkt der Tumor angegriffen wird, sondern nur die Flüssigkeit, die dadurch abgesondert wird. So, kommen wir weg vom Impfstoff und Impfen, kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar ist das jetzt in Indien so, dass man jetzt auch über WhatsApp Geld überweisen kann. Also über die Chatverläufe, die man hat, kann man sich auch gegenseitig als Geld überweisen. Aber wann es nach Deutschland kommt, ist noch unklar. Wir haben jetzt noch ein Thema oder eins von den beiden politischen Themen, worüber ich gerne euch kurz was sagen möchte. Und zwar geht es, wie so oft in letzter Zeit, um die Flüchtlinge. Die englische Innenministerin May möchte die Flüchtlinge auf dem Meer zurückschicken in ihr Rechten, also in ihr Land, von wo sie halt geflohen sind, und hat den Gedanken, in Nordafrika ein riesiges Lager zu errichten, wo die Flüchtlinge halt hinkommen, sodass sie halt eben nicht nach Europa auswandern können oder müssen und in Afrika unterkommen. Ich finde, das ist ein sehr krasser Standpunkt, das so zu sagen, dass sie keine Flüchtlinge, sag ich jetzt mal, aufnehmen möchte, was teilweise vielleicht von einigen Leuten schon als rechtsradikal näher verstanden wird. Und Angie macht jetzt weiter mit dem zweiten Thema. Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un hat seinen Verteidigungsminister hinrichten lassen, und zwar, weil der ihm widersprochen hat und bei seinem Auftritt einfach eingeschlafen ist. Ich habe jetzt noch ein sportliches Thema für euch. Es ist sehr aktuell, das ist vom Dienstag, dem 12.05. Da war das Rückspiel des Champions League Halbfinales, Bayern gegen Barcelona. Und die Bayern konnten dieses Spiel mit 3:2 für sich entscheiden, sind jedoch rausgeflogen, weil sie im Hinspiel 3:0 verloren haben. Nach dem Spiel konnten sich die Bayern-Fans und die Spieler mehr oder weniger versöhnen, weil die Fans ein wenig enttäuscht waren von ihren Jungs, dadurch halt durch die letzten Pleiten, die in letzter Zeit waren, zum Beispiel gegen Augsburg verloren 1:0, im Pokalhalbfinale rausgeflogen gegen Dortmund. Von daher konnten sie sich nach dem 3:2 über Barcelona versöhnen und die Bayern-Spieler sagen so Sachen wie, dass sie sich zum Ende nicht blamiert haben, dass sie nochmal halt einen Sieg landen konnten, auch wenn es fürs Weiterkommen nicht gereicht hat. Die Bayern gingen 1:0 in Führung nach einem Kopfball von Benatia. Dann konnte jedoch das katalanische Dreizack, wie es so wundervoll genannt wird, Messi, Suarez und Neymar zweimal zuschlagen, wobei halt Neymar die beiden Tore geschossen hat. Und dann traf nochmal der
Maskenman von Bayern, Lewandowski und Müller setzte das den Schlusspunkt mit dem 3:2. So, ja, damit war's mit unserem heutigen Video und wir hoffen, dass es euch wieder gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet.